Ja, wir sind zwei LKWs miteinander kollidiert, wobei es in der Mitte noch ein PKW eingeschlossen hat und ein weiterer PKW ist in die Unfallstelle hineingefahren. Dabei hat sich ein Tank aufgerissen von einem LKW, der bis zu 400 Liter Dieselkraftstoff über die gesamte Fahrbahn verteilt hat. Und im Bereich des Kleberberges, im Gefällebereich, hat sich das jetzt durch den starken Regen so stark verteilt, dass wir also eine Fläche, ja, man kann ungefähr sagen, von einer Länge von 500 Meter über die gesamte Fahrbahnbreite verschmutzt haben. Sodass wir jetzt hier ein Spezialgerät im Einsatz haben, welches die Fahrbahnreinigung vornimmt. Und wir haben halt die restlichen Dieselmengen abgepumpt und haben bei der Bergung der Fahrzeuge geholfen. Zurzeit ist das Problem, dass wir starken Regen haben und dass wir uns im Gefällebereich befinden. Und das Diesel dadurch mit dem Wasser zusammen auf eine Gesamtlänge von 500-600 Metern sich aufgeteilt hat oder verteilt hat, sodass überhaupt kein Verkehr jetzt laufen kann.